Herzlich willkommen hier bei Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentiere die DVD- und Blu-ray-Kritiken. Disney und seine Prinzessinnen. Ein Merchandise-Schlachtschiff. Ein Klischee, das erst in sehr vielen Disney-Filmen vorkam und dann später, als wirklich jedes Animationsstudio Disney kopieren wollte, das dann auch mitnutzte. Was dann sehr schnell sehr anstrengend wurde. Hallo Held, ich bin eine Prinzessin. Erfindet euch! Und die große Disney-Revolution mit Ariel und Belle und wie sie alle hießen, die spielten dann einen ganzen großen neuen Schwung Prinzessinnen mit ins Boot. Aber anders als zuvor, wo sie einfach nur Krönchenhalterin waren und manchmal sogar weniger Screentime hatten als Sidekick-Tiere, hatten es diese Prinzessinnen doch schon manchmal faustdick hinter den Ohren. Gut, das Konzept war dann irgendwann relativ gleich. Häufig der Kampf gegen das Establishment, Zwangsheirat, der Vater ist gegen den Traummann. Und 1995 präsentierte Walt Disney Pictures eine Prinzessin im weiteren Sinne. Noch dazu begab man sich auf ein sehr tückisches Terrain, die Zeichentrickverwirklichung einer wirklichen Person. Das Ergebnis? Pocahontas. Pocahontas ist die Häuptlingstochter eines Indianerstammes in Amerika. Sie ist jung, wild, entschlossen, hat einen eigenen Dickschädel und schon seit Wochen einen merkwürdigen Traum, der ihr anscheinend eine große Veränderung verheißen soll. Und tatsächlich, der Vater hat sie dem starken Indianermann Coco versprochen. Doch da macht sie nicht mit. Später auf ihren Streifzügen durch die Wälder entdeckt sie ein riesiges Schiff Pioniere aus England, die unter der Kontrolle des Gouverneurs Radcliffe eine neue Siedlung gründen und nach Gold suchen. Und dazu gibt es noch einen Kommandanten namens John Smith und ja, der Rest ist Geschichte. Fiktive, reelle, etwas verworrene Geschichte. Pocahontas, ja, viele Leute haben sich bereits darüber ausgelassen und ich kann mich an bestimmten Stellen auch nur wiederholen. Die Musik ist großartig. Farbenspiel des Films finde ich immer noch so wundervoll. Jedes Mal, wenn ich es höre, kriege ich doch so eine leichte Gänsehaut. Apropos Farben, die Farben des Films, gerade in etwas surrealeren Szenen, sind einfach wunderschön. Auch der Stil an diesen Stellen ist einfach sehr, sehr schön gehalten. Im Punkto Größe schraubt der Film ein bisschen runter. Es ist immer noch manchmal recht beeindruckend, aber gerade im Vergleich zu vorigen Disney-Filmen, gerade König der Löwen oder Schön und das Biest oder auch der Film, der danach kam, nach Pocahontas, war dann Der Glöckner von Notre Dame, da sticht der Film nicht ganz so stark heraus im Punkto Epicness, Größe. Der Film wirkt einfach kleiner. Die Sprecher, wir müssen einfach mal kurz über die Sprecher reden, gerade im Deutschen, die sind unfassbar gut und ganz besonders Joachim Kemmer. Joachim Kemmer verleiht hier erneut einer Disney-Figur seine Stimme, diesmal erneut der Bösewicht, in dem Fall ist es der Radcliffe. Er war bereits Sebastian die Krabbe in Ariel, er war Lumiere in Schön und das Biest, er war Jafar in Aladdin, er war Rafiki in König der Löwen und dazu dann später ein paar Jahre noch Rasputin in Anastasia. Kurz gesagt, dieser Mann hat, denke ich mal, vielen Leuten in meiner Alterslage einfach die Kindheit vertont, gerade im Punkto Disney-Filme oder eben Zeichentrickfilme. Und das allein rechtfertigt schon, dass ich ihn hier mal ganz kurz nochmal kurz ein bisschen Tribut zolle, was dieser Mann alles geleistet hat, ist leider im Jahre 2000 verstorben. Und da hier kurz eine, wir können leider Gedenkminuten nicht ganz uns leisten, aber gut. Okay, wir haben tolle Musik, wir haben tolle Sprecher, wir haben manchmal tolle Szenen, tolle Farben. Das genügt an sich alles auch schon, dass der Film gut ist. Aber der Film hat so ein paar Schwächen, die einfach nicht wegzudenken sind und die manchmal auch ein bisschen in der Story oder in der Überlieferung auch zugrunde liegen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es halt ein Disney-Zeichentrickfilm ist. Wir haben hier ganz klar Gut und Böse, klar voneinander getrennt. Es brauchte einfach ein Happy End. Und ich weiß nicht genau, wie ich das festmachen soll. Pocahontas, ganz am Anfang, als wir kennenlernen, ist stark, entschlossen, mutig. Regeln, scheißegal, sollen die Regeln machen, was sie sollen. Zwangsheirat, nee, mach ich nicht mit, tschüss. Aber sobald dieser fremde Weiße auftaucht, nimm mich, isst sie Butter in seinen Händen. Und nach gefühlten 3 Tagen wirft sie sich vor ihn hin, als er hingerichtet werden sollte und sagt, nein,
macht es nicht. Das ist anders gelöst in anderen Pocahontas-Verfilmungen, unter anderem Terrence Malicks Film The New World, soll anscheinend recht gut sein. Auch die Aneinanderreihung, wie alles passiert, wirkt irgendwie etwas sinniger. Dass John Smith auch hingerichtet werden soll, wegen Dingen, und sich Pocahontas vorhin wirft, einfach aus dem Grunde, dass sie will, dass diese zwei verschiedenen Völker, die Weißen und die Eingeborenen, dass das friedlich gelöst wird. Einfach nur deshalb. Deshalb wirft sie sich vor ihm. Liebe kommt später. Klar, wer über die ganzen Dinge hinwegsehen kann und einfach akzeptieren kann, dass es ein schöner Disney-Film ist. Es ist ein schöner Disney-Film, das kann man sich immer noch sehr gerne ansehen, gerade für Groß, Kleine. Ist ein schöner Familienfilm. Wer ein bisschen Tiefgang haben will, eben The New World. Wer Pocahontas nochmal anders erleben möchte, der kann sich auch gerne von mir aus Avatar ansehen. Wie ihr wollt. Und mit diesen Worten schicke ich euch hinaus in die Filmwelt. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt den Abo-Button gedrückt und dann sehen wir uns definitiv morgen wieder. Wie immer um 12 Uhr hier auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentierte.